Hallo, liebe Freunde Landschwein, wir sind's wieder mit dem Schweinevlog Nummer 5, Tag 5. Wir haben die kleinen Ferkel schon wieder in der Karre gesammelt hier. Ihr seht ja, keine Frau mit dem Punkt ist auch dabei. Und heute ist Tag der Kennzeichnung. Wir müssen laut Gesetzgeber unsere Ferkel kennzeichnen mit einer Ohrmarke, die Antonia mal ganz kurz präsentiert wird. Das sind die Ohrmarken, da steht unsere Betriebsnummer drauf. Das ist Daniel, der hat keine Ohrmarke. Genau, daran sind unsere Schweine genau zu erkennen, von welchem Betrieb sie kommen. Und zusätzlich kriegen unsere Schweine noch einen Transponder. Zeig mal einen Transponder, Antonia. Genau, das ist ein elektronischer Transponder. Darauf sind nachher die Tiere elektronisch zu erkennen. Das geschieht nachher am Schlachthof, weil wir Testbetrieb sind für verschiedene oder für die GFS. Das ist die Firma, die uns den Ebersperma liefert. Und anhand dieser genauen Kennzeichnung sind nachher die Tiere zurückzuverfolgen. Man weiß genau, welches Ferkel von welchem Eber kommt. Und das sind wichtige Daten für die Zucht. Wir zeigen euch jetzt mal, wie diese Ohrmarken eingezogen werden. Antonia, du darfst jetzt. Das ist ein Eber, der bekommt die Ohrmarke ins rechte Ohr. Genau. Ja, kannst wieder absetzen. Und der Daniel nimmt sich jetzt den Scanner. Das müssen wir nämlich auch noch machen. Die Daten werden dann elektronisch erfasst. Wir schauen einmal. Genau, jetzt seht ihr diese lange Nummer da. Da hat jetzt die 00000 und sowas. Das ist die Nummer, die es erfasst. Wir haben es der Sau zugeteilt. Und die Elektronik weiß dann auch genau, welcher Fahrt im Spiel war. Ja, und die Daten gehen dann rüber zu GFS. Wieder ein weiterer aufregender Tag im Leben des Ferkels. Aber jetzt lassen wir sie in Ruhe. Die werden noch einmal geimpft, bevor sie dann diesen Stall verlassen. Das dauert aber noch. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Ich werde sie versuchen zu beantworten, am einfachsten in den Videos. Und ansonsten schreibe ich mal was drunter. Danke fürs Zuschauen und wir freuen uns auf morgen. Ciao.